Willkommen wieder zurück bei Let's Play Zelda Majora's Mask. Im letzten Part haben wir alle verirrten Feen befreit und jetzt geht es zum Endboss. Mal sehen, was uns hier erwartet. Wo kommt das her? Oh. Wow. Okay, haben wir eine volle Riese. Willenloser Dschungelkrieger Udol war. Ist das eigentlich schon mal aufgefallen, dass in fast jedem Zelda-Spiel die Endbosse um ein Vielfaches größer sind als Link? Leider keine Pfeile. Ja, Krieger wohl weiter. Was labert der eigentlich? Interessiert dich gar nicht. Oh. Ist er schon besiegt? Was für eine Lusche. Also der war ja echt keine Herausforderung, selbst mit dem Kokierischwert nicht. Und er ist vernichtet. Und wir halten einen Herzcontainer. Und wir bekommen noch etwas. Odolwas Vermächtnis ist auf dich übergegangen. Der reine Geist, den dieser Maskenkörper Odolwas gefangen hielt, ist nun wieder frei. Dir gebührt der Dank für seine Rettung. Okay, was passiert jetzt? Boah. Was zum... Wo sind wir? Das fragt sich Link auch gerade. Schöne Musik. Was ist das? Oh, was zum Teufel ist das denn? Zu sagen. Kann es sein, dass er uns durch sein Weinen so etwas wie eine Melodie lehren möchte? Steh nicht einfach herum, schnapp dir dein Instrument. Ob das wohl ein Lied ist? In der Tat, das ist ein neues Lied. Den Gesang des Himmels gespielt. Du hast den Gesang des Himmels erlernt. Ruf uns. Das hat er gesagt. Und dem Dekus geht es wieder gut.
Zumindest so lange, bis wir dann wieder in der Zeit zurückreisen, weil dann ist es ja quasi so, als hätten wir das nie geschafft, aber Odolos Vermächtnis bleibt uns zum Glück erhalten. Jetzt gibt es hier noch einen zweiten Eingang in den Tempel. Und da sind wir wieder. Diese vier, von denen Tail gesprochen hat, denkst du, er meinte den Geist, der in dieser Maske gefangen war? Oh hey, du hast dich gar nicht mal so dumm angestellt. Hast du sowas schon mal gemacht? Jo. Nicht nur einmal. Lo, lass jetzt nur nicht nach. Machst du weiter und finde die anderen drei. Hey, was ich getan habe, ich meine, dein Pferd und so. Ich entschuldige mich. Entschuldigung. So, ich habe mich entschuldigt. Ich will jetzt keine Vorwürfe mehr hören, verstanden? Wir haben der Prinzessin geholfen, so wie es der Affe wollte. Unser nächstes Ziel sind die Berge. Lass jetzt uns gehen und das Horgit noch nicht, mehr Schaden anrichten kann. Du hast da was vergessen. Die Prinzessin ist nämlich immer noch da drin. Da ist sie ja. Ja, voll stylisch mit so einem Blätterzopf. Wer bist du? Link, er freut dich kennenzulernen. Ich bin die Deko-Prinzessin. Kann es sein, dass du auf Geheiß des Affen gekommen bist? Aha, dachte ich's mir doch. Weißt du, du riechst nämlich ein wenig nach Affe. Also hat der Affe es geschafft, hell zurückzukommen. Sehr gut. Naja, also zurückkommen würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe schon befürchtet, mein Vater würde den Affen beschuldigen, mich entführt zu haben. Ich dachte sogar, er würde so weit gehen, den armen Affen zu bestrafen. das hat er. Sag nicht. Bist du sicher? Jo. Hat Vater das wirklich getan? Schon wieder eine seiner vorherigen Entscheidungen. Scheint eine schwierige Familie zu sein. Gut, wir haben keine Zeit zu verlieren. Rasch, Sir Link, hast du nicht etwas, worin du mich in den Palast tragen kannst? Da fällt mir jetzt eigentlich nur meine leere Flasche ein. Boah, die passt da ja wirklich rein. Die Deko-Prinzessin hat in der Flasche Platz genommen. So ist es in die Gänge, aber wenn du dich wählst, wird es nicht so unbequem. Oh, Sir Link, wir dürfen keine Zeit verlieren. Rasch, bring mich zum Palast. Ja, aber bevor wir zum Palast gehen, will ich ja noch die Feen abliefern. Weil ihr erinnert euch, wir haben ja alle 15 verirrten Feen gefunden. Jetzt müssen wir sie noch zur Feenquelle zurückbringen, damit wir unser Upgrade erhalten. Ja, und ich bin mir, wie gesagt, nicht sicher, ob es jetzt in der Nacht noch gilt, wenn wir das Foto von Deko-König abgeben und dass wir dann noch ein Herz bekommen. Aber das werde ich dann auch noch überprüfen müssen. Und hepp. So, wir müssen leider den ganzen Weg hier wieder zurück. Die Feenquelle ist da drüben. Und außerdem können wir uns noch ein weiteres Herzteil holen. Können wir zur Feenquelle fliegen. Perfekte Landung. Gut, na dann besuchen wir doch mal die große Fee. Eine pinke Feenquelle. Verwandt zu sein. Oh, starker junger Freund, ich bin die große Fee der Kraft. Hab Dank für deine wertvolle Hilfe. Als Dank lehre ich dir diese neue Schwertechnik. Eine neue Schwertechnik? Das kann man immer brauchen. Wow, und wie
Hölle, diese abgefahrene Lichtshow. Ja! Du hast die Wirbelattacke gelernt. Drück und halte, um die Waffe mit Magie aufzuhalten. Dann lässt du belos und fesselt deine Klinge einen mystischen Energiewirbel, um die Attacke noch schneller auszuführen. Schaust du über den großen Krug B. Besuche mich wieder, wenn die Strapazen deiner Reise zu schwer auf deinen Schultern lasten. Ja, jetzt haben wir nämlich die große Wirbelattacke erlernt. Sie ist schon wesentlich effektiver als die normalen, vor allem hat sie einen größeren Radius. So, und jetzt holen wir uns noch das Herzteil. Das gibt es nämlich da drüben. Hüpp. Oh, das war knapp. Theoretisch hätten wir uns auch schon vorher holen können, aber ich habe lieber zuerst mal den Tempel abgeschlossen. Einfach hier rüberfliegen. Dort drüben könnt ihr auch schon die Truhe sehen. Und hepp. So, wunderbar. Jetzt nur nicht runterfallen. Ja, perfekt. Der Kollege ist so klein, der muss in die Truhe reinhüpfen. Irgendwie niedlich. Yeah, ein Herzteil. Das ist richtig cool. Hoppla. Ja, und jetzt müssen wir natürlich noch die Deko-Prinzessin abliefern. Oh, da ist ja noch eine kleine Truhe. Ich glaube, da ist ein bisschen Geld drin. Mal gucken. Also 20 Rubine für uns. Das werden wir natürlich dann alles in die Bank einzahlen. So. Und fliegen schnurstracks zum Deko-Blast. Ich kann es nicht oft genug sagen, die Musik im Deko, aber das ist voll... Wow, oh mein Gott, was ist denn hier los? Oh, heiß, heiß, aufhören, bitte! Sie behaupten, ich sei eine Übeltäter, aber egal wie oft sie sagen, es bringt die Prinzessin auch nicht zurück. Oh, mein Gott, das ist ja voll brutal, die foltern den Affen. Worauf wartest du so, Link? Beeilung, öffne die Flasche und lass mich direkt von meinem Vater frei. Prinzessin, bitte schön. Oh, meine Tochter, meine geliebte Tochter, geht es dir gut? Ich war so in Sorge. Dummer Vater! Boah, die ist ja mal echt stinkesauer. Und alle gucken nur doof. Was macht ihr hier? Lasst den Affen auf der Stelle frei! Ja, genau. Jetzt kommt ihr nämlich ins heiße Wasser. Oh, Herr Affe, es tut mir über alle Maßen leid, aber mein Vater neckt ständig zu solch vorschnellen Entscheidungen. Das verstehe ich, Prinzessin, vergeben und vergessen, aber was ist mit dem Tempel? Dank Sir Link ging alles noch einmal gut aus. Man nennt dich also Link. Danke, dass du dein Versprechen gehalten hast. Als Zeichen unserer Dankbarkeit hat unser Butler etwas für dich vorbereitet. Bitte nimm es an. Du findest deine Belohnung im Schrein rechts neben dem Palastausgang. Ja, da müssen wir dann nämlich noch ein Rennen gegen den Butler des Deko-Königs gewinnen. Womit wir dann eine weitere Maske erhalten, aber... Das alles gibt's dann im nächsten Part. Na Leute, also... Wie gesagt,
gesagt, bis zum nächsten Part, da holen wir uns dann eine weitere Maske. Ciao, Leute!